Es hat ja schon Tradition, das Riesenrad direkt am Eingang zum Fest. Und das Schöne, man bekommt gleich am Anfang einen guten Überblick über das gesamte Veranstaltungsareal. Der Lausitzmarkt mit den unterschiedlichen Angeboten und dazu das Spiel- und Kinderzentrum. Da spielen dann auch schon mal drei Generationen miteinander. Ja, genau so. Aber die Kinder basteln nicht. Der baut mit dem Turm, der bringt das Material ran. Und du hilfst. Tja, hier, gib mal Feier. Platz mal ab. Allesamt zufriedene Gesichter, denn ob Kinderkarussell, Entenangeln oder die Losbude waren immer gut besucht. Beim King Kong Tower erschrecken sich die Besucher im freien Fall. Und da ist eine zweite Runde nicht selbstverständlich. Ziemlich gut, aber erstmal nicht, ich mache eine Pause. Sportlich wurde es auch bei knapp 30 Grad, denn das Tretbootrennen hatte auch einen Sieger, der die Strecke in knapp 51 Sekunden absolviert hat. Bestzeit, tatsächlich. Bitte, werden wir das jetzt nochmal starten, weil ich würde gerne Wasserski fahren. Wasserski? Naja, du musst ein bisschen stärker treten, ne? Möglich, aber dann nehmen wir lieber das, oder? Dicht an dicht schließlich die Gäste auf der Hafenbrücke, als die Boote wie an einer Schnur aufgereiht an der Steganlage vorbeifuhren. Super Stimmung auch vor der Bühne, egal ob am Sonnabend oder am Sonntag. Die beiden Bands hatten ihre Gäste ganz schnell auf ihrer Seite. Auf dem Hafenfest gab es in diesem Jahr auch einen Neuling und Marie hatte dann sogar noch den Bikini vergessen. Es war mein erstes Mal hier und es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Die Leute waren so gut drauf, das Wetter hat mitgespielt und die Aussicht hier ist natürlich wirklich legendär. Ich bin momentan so on Tour und meistens nur maximal 2 Stunden an einem Ort und fahre danach weiter, über 600 Kilometer mindestens. Deswegen dachte ich, ach, diesmal brauche ich es bestimmt nicht und jetzt bereue ich es total, dass ich mein Bikini nicht mitgenommen habe. Naja, aber nackig kann ich hier leider nicht reinspringen. Der absolute Höhepunkt war natürlich wieder das Feuerwerk und im Nachthimmel über dem Senftenberger See ist das immer ein Erlebnis. Bleibt nur das Fazit der Gäste. Also, es war nicht schlecht, aber es war etwas kürzer als wie sonst. Wir sind jedes Jahr da, haben ja hier unser Boot. Tolle Sache. Ich persönlich nehme das jetzt das erste Mal bewusst wahr, weil sonst immer ohne Kind. Eine tolle Sache. Ich find's gut. Gut. Noch nicht so voll. Alles in Ordnung. Ja, schön. Eigentlich bis jetzt super. Ich habe das Gefühl, letztes Jahr war ein bisschen mehr los, aber sonst fand ich eigentlich ganz in Ordnung. Ich finde es toll hier. Ich muss gleich dazu sagen, das Feuerwerk haben wir vom Balkon aus gesehen, denn hier waren mir zu viele, unwahrscheinlich viele Leute. Aber war super und ich muss es sagen, das Fest muss es wieder geben. Ein Fest in dieser Größe ist aber ohne die Unterstützung der Stadtverwaltung und des Zweckverbandes Lausitzer Seenland Brandenburg und der vielen Sponsoren gar nicht denkbar. Also wir haben treue Sponsoren, die jedes Jahr dabei sind. Wir haben auch neue Sponsoren und da erstmal ein herzliches Dankeschön, dass die uns so treu unterstützen, weil ja, guckt euch einfach um und das Fest kostet einfach Geld und so würde es nicht funktionieren. Bleibt nur eine Frage. Was macht wohl die Chefin des Orga-Teams am 2. Augustwochenende 2025? Ich gehe davon aus, da könnte das Hafenfest 2025 stattfinden. Das wäre dann das 12. Senftenberger Hafenfest. Dazu sind Sie herzlich eingeladen.